This could be us. So back to what I was saying. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Ich bin heute nochmal im Brawl Stars. Ich bin schon seit 1000 Jahren nicht mehr in dem Game gewesen. Also es ist schon extrem lange her. Es ist da gewesen, wo das Game rausgekommen ist. Ich habe das Game also schon wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gezockt. Mein Account werde ich bestimmt auch nicht mehr zurückbekommen, denn das hatte ich damals auf dem Handy noch gehabt und jetzt bin ich hier am Tablet. Ich habe auch keine Ahnung mehr, ob ich irgendwie das Ganze gesichert hatte oder so, nope. Aber ich hatte sowieso nicht viel. Ich hatte zwar schon ein paar Einheiten ein bisschen gelevelt, aber noch nicht wirklich. Ich habe damals dann immer mit ein paar Kollegen gezockt und die, muss man sagen, hatten auch schon ein bisschen Geld reingesteckt. Also für die wäre es schlimmer, wenn man das Game nochmal neu anfangen müsste, aber da ja, das Ganze jetzt nochmal von neu. Okay, ich soll was anderes machen, noch mehr Ziele. Tippe auf den roten Stick, um auf den Gegner zu schießen, der dir am nächsten ist. Störe die Robos. Dann machen wir das schnell mal. Hier noch ein schnelles Tutorial. Ich würde sagen, wir überspringen das Tutorial mal und wir sehen uns gleich wieder. Willkommen bei Brawl Stars. Wie lautet dein Name? Der lautet Dr. Nice Guy. Ich weiß nicht, ob man Leerzeichen eingeben kann. Wir testen es. Okay, es gibt noch keinen Dr. Nice Guy. Oder es gibt eben die Möglichkeit, dass hier Leute gleich heißen. Ich weiß es nicht. Spiele einen Trainingskampf, um den Rest des Spieles freizuschalten. Das machen wir noch schnell. Ich würde sagen, wir sehen uns schon in der richtigen Runde. Wäre wahrscheinlich deutlich cooler. Ist es auch direkt hier dieser Battle Royale-Modus? Ich weiß ja nicht, ob der Battle Royale-Modus der normale Standard-Modus ist. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach immer sehr, sehr geil gewesen. Aber gegen die Bots ist ja langweilig. Ich würde sagen, wir sehen uns dann halt gleich wieder. Ich glaube, wir haben jetzt die erste Online-Runde. Ob wir direkt gewinnen, ist auf jeden Fall eine andere Frage. Wir müssen auf jeden Fall direkt mal versuchen, hier die Kisten kaputt zu machen, damit wir diese Dinger sammeln. Ich weiß gar nicht, diese Edelsteine halt. Auf jeden Fall wird man ja dadurch stärker und levelt so ein bisschen in der Runde. Wir fighten die Gegner, okay. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das schon direkt wirklich online ist oder ob das jetzt eine Runde gegen Bots ist. Noch. Zumindest heißen die Leute hier nicht mehr Bots. Wie eben. Deshalb könnte es ja gut sein, dass es richtige sind. Aber einen Kill kriege ich auch irgendwie noch nicht gebacken. Okay, den haben wir jetzt mal. Müssen dafür durchs Gift laufen. Oh no. Sind in der Ulti gefangen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir hier nicht sterben. Boah, hier unten können wir noch auf easy ein paar Kisten snaggeln. Oh shit, hier campt einer. Ob das auch ein Online-Typ machen würde? Oh nein, jetzt haben wir unsere Spezialattacke erstmal ins Nichts gehauen. Das war natürlich ziemlich dumm gemacht. Aber wir haben schon 8 dieser Teile. Ziemlich nice. Damit kann man was anfangen. Vielleicht holen wir ja das Ding. Oh nein, den muss man auf Abstand halten. Den kenne ich noch. Den habe ich selber sehr gerne gespielt. Ich weiß nicht, ob der jetzt immer noch so stark ist. Auf jeden Fall war der damals gefühlt der stärkste. Ich glaube, das ist der letzte. Ich kann immer noch nicht sagen, ob es ein echter ist oder nicht, aber er scheint zumindest auf jeden Fall irgendwie ziemlich komisch zu spielen. Läuft einfach mal aus der Zone raus und direkt gewonnen. Das gibt es nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, ich würde sagen, wir spielen noch eine Runde, weil hier bin ich mir nicht sicher, ob das echte waren. Aber vielleicht sind die Leute einfach nur so schlecht, weil ich ja eben noch selber auch ziemlich low level bin und hier nur gegen Leute spiele, die auch wahrscheinlich ihre ersten Runden gemacht haben. Direkt wieder eine neue Lobby. Dann hoffen wir einfach mal, dass die Runde gegen Online-Gegner ist. Da geht es auf jeden Fall schon ziemlich zur Sache. Wir können direkt einen killen. Okay, der Typ haut auch irgendwie ab. Oh no, das war auf jeden Fall smart gemacht, aber er rennt weg. Und macht seine Ult ins Nichts, das kann doch kein echter sein, bitte nicht. Ist der Typ jetzt hin? Oh oh. Bart's einfach mal weggehauen, den Gegner. War's auch vielleicht ein bisschen dumm, sich da reinzustellen? Oh no. Nee, das wird niemals ein echter sein. Der hätte mich ja weggefinnt. Also das kann kein echter sein, nee, nee, nee. Aber er macht einen Emote. Komisch, komisch. Oh no, oh no. Yo. Okay, die töten sich da gegenseitig. Oh no. Und er macht die Ult auf mich. Hat mich auf jeden Fall schon ziemlich low. Aber ich kriege ihn bis jetzt. Mache ich ihm ordentlich Damage. Leider heilt er sich jetzt schon wieder. Ich muss ihn hier auf Distance halten. Ich weiß nicht,
ob es ein guter Bot ist, weil eigentlich wieder gar nicht mal so schlecht. Aber da sich jetzt hinzustellen, ist natürlich nicht so schlau und sich nicht zu bewegen. Ich würde sagen, trotzdem war es das schon mit der ersten Folge. Ich feiere das Spiel auf jeden Fall immer noch. Hat mir auch damals gebockt. Ich habe keine Ahnung, warum ich das Game aufgehört habe zu spielen. Aber ich glaube, ich werde das Ganze nochmal richtig anfangen und mich nochmal richtig reinspielen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einer weiteren Folge hier. Ciao und bis zum nächsten Mal. Don't you try to play me for the nice guy.